Hier habe ich einmal einen Platz ergattert, und zwar in einem E-Up, in dem originalen E-Up. Und hier stehen nicht ganz so viele Leute, aber immerhin jede Menge. Der Unterschied zwischen den drei Fahrzeugen, also der E-Up, der Skoda und der Seat, ist eigentlich kaum zu erkennen. Das Dashboard hier ist ein bisschen anders, und wir haben hier die gleichen Anzeigen, also im Endeffekt wirklich eins zu eins das gleiche Auto. Es wird eventuell nur ausstattungstechnisch ein bisschen einen Unterschied geben, preistechnisch viel wird sich nicht tun. Das ist natürlich seine eigene Entscheidung, was er lieber fährt. Der eine fährt halt Seat lieber, weil er sportlicher ist, oder in dem Fall auch nicht. Und also das Auto macht sehr viel richtig, obwohl er eigentlich bautechnisch kein Unterschied ist zum ersten Smart, außer dass man jetzt, und das finde ich ein wenig doof, das eigene Handy braucht für diese Halterung. Früher war das ja das Maps and More, und das gibt es jetzt ja nicht mehr, sondern nur noch über eine App quasi steuerbar, das Maps and More mit einem normalen Handy. Ich finde es ein wenig komisch, weil wenn du ein großes Handy hast, weiß ich jetzt gar nicht, ob es da reingeht. Connectivity ist da, ja, aber müssen wir mal schauen. Wenn man sich mal ehrlich ist, für den Preis von um die 20.000 Euro, sage ich jetzt einmal, für einen so ein kleines Auto ist schon viel, aber wie gesagt, der normale Up kostet ja auch schon seine 13.000 bis 15.000, je nach Ausstattung, je nach Motor. Und da ist der Unterschied nicht mehr ganz so groß. Die Förderung geht noch weg, gut, aber die rechne ich jetzt mal nicht mit. Und macht das jetzt für die Stadt Sinn, so ein Auto? Ja, meines Erachtens auf jeden Fall. Es macht sogar Sinn, nicht nur in der Stadt, sondern auch im Überland. So wie ich jetzt fahre, 20 Kilometer einfach, das ist mehr als mein Soul, und ich komme mit dem schon 230 Kilometer im Sommer. Und mit dem werde ich, weil der Verbrauch geringer ist, auf jeden Fall weiterkommen. Ich bin mir sicher, dass der 300 Kilometer auf dem Tageskilometer dann abziehen. Also ich bin begeistert von dem Auto, war ich schon immer. Schön, dass er jetzt ein bisschen nachgerüstet worden ist und aber auch vom Preis her extrem untergegangen ist.